Es sah zwar klein und beschaulich aus, doch drinnen bot es über 1000 Gästen Platz. Die Musik stimmte sich schon auf den Abend ein. Es war aber noch etwas Zeit und die Besucher hatten es augenscheinlich nicht ganz so eilig. Am Freitag nach der Arbeit ist das eben so. Doch dann sollte es wirklich losgehen. Das Fass stand bereit, Hammer und Zapfen lagen da. Inzwischen gingen die Maßkrüge aber schon reichlich über den Tresen. Auch der Leberkäse, Weißwürste und Haxen wurden schon viel gegessen. Das Oktoberfest ist auch seit einigen Jahren in Eisenhüttenstadt präsent. Besonders dem feierlustigen Publikum macht das Spaß. Aber vor allem den Frauen, die sich in die schicken Trachtenkleider hüllen dürfen. Auch wenn es hier im Preußischen auf bayerische Art gefeiert wird. Weltweit sind ähnliche Feste zu finden. Vor allem in China, Kanada, Brasilien und auch in den USA. Während es in Bayern eine feste Tradition ist, wie und wer das Fass anstechen darf, probierte sich in Hütte der Bürgermeisterkandidat Frank Balzer. Wer es schafft in 3 Schlägen, wird auch Bürgermeister. Wir müssen mal probieren. So, also gebe ich einfach mal nicht. Die Wiesenwirte werden dich unterstützen. Halt den Daumen zur Schüssel, ist nicht so laut. So, wir zählen alle ganz laut mit. 1, 2, 3 und zack, bis! Ah, wenn das nicht nach oben ist. Königin, aber das können Sie auch alleine. Nein, das erste Mal. War auch sehr aufgeregt. Aber war alles gut. Es bildete sich eine Schlange von Freibiergängern vor dem Fass. Auf der Bühne spielten die Oktoberfest-Spitzbuben mit zünftigen Liedern auf. Schnell kam die Stimmung auf Touren. Musikalisch wechselten sich die Spitzbuben mit der Disco von Lars Ettmeier ab. So war dann für jeden Geschmack etwas dabei. Es herrschte Ausnahmestimmung in Hütte. Zumindest hier im Hüttewiesenzelt. Diese Jungs feierten gleich auch noch eine Geburtstagsparty. Zu den Programmhöhepunkten traten Fire in Flame und Mike Ries auf. Seines Zeichens ist er als Andreas Gabalier-Double unterwegs. Bis 3 Uhr in der Früh konnten sich die Gäste auf dem Eisenhüttenstädter Oktoberfest vergnügen. Am Samstag ab 18 Uhr folgte dann der zweite Teil. Das Original in Bayern wird ursprünglich anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Ludwig mit Prinzessin Therese gefeiert. In München ist es inzwischen das 184. Oktoberfest. In Hütte etwa, so genau wusste das niemand mehr, das 5. oder 6. Doch es soll sich steigern. Schließlich wollen die Mädels und Frauen auch ihre Trachten zeigen können. Na dann, auf ein neues. Lüge!